diesem Video möchte ich meine Ausrüstung für eine Radreise vorstellen, so wie ich sie machen würde, wenn ich heute alleine losfahren würde. Dazu habe ich die ganzen Taschen gepackt und auch gewogen. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 21 Kilo, also Taschen mit Inhalt. Den Inhalt der Taschen werde ich gleich auspacken, allerdings doch nicht wie geplant hier draußen, sondern eher drinnen, weil es dort ruhiger ist und der Ton dann besser wird. Die Ausrüstung habe ich in einzelne Kapitel eingeteilt und die könnt ihr hier mal kurz sehen und dann auch zu den entsprechenden Zeitmarken springen. Ganz entscheidend für die Zusammenstellung der Ausrüstung ist natürlich, wie möchte ich denn überhaupt reisen? Ich reise mit dem E-Bike, zelte auf einem Campingplatz, koche abends selbst, reise in einem Zeitraum von April bis Oktober ungefähr, also bei normalem bis sommerlichem Wetter. Und die Dauer der Reise spielt keine große Rolle, denn egal, ob ich 3 Tage oder 3 Wochen unterwegs bin, die Ausrüstung ist eigentlich die gleiche. Ich habe vielleicht 1-2 Kleidungsstücke mehr mit, aber sonst muss ich einfach mehrmals waschen. Los geht's! Kapitel Wohnen und Schlafen. Wir beginnen natürlich mit dem Zelt. Da muss ich sagen, dass wir uns eigentlich für ein anderes Zelt entschieden haben. Da warten wir aber seit der Bestellung schon 3 Monate drauf. Daher war dann eine Zwischenlosung notwendig und da haben wir uns für ein günstiges 60-Euro Zelt von Decathlon entschieden. Und ich muss sagen, das ist von Preis-Leistung her unschlagbar. Es ist ein 3-Personen-Zelt, wo 2 Leute drin Platz haben, heißt Apenas 3. Das Packmaß ist mit 51 cm Länge, ca. 19 cm Durchmesser. Ich weiß, es ist oval, es passt eigentlich nicht. Okay, passt aber genial in den 13 Liter Dryback und dann damit hinten drauf auf die Gepäckträgertaschen. Und das Gewicht liegt bei 3,3 Kilo ungefähr. Man kann sicherlich das 4- oder 5-fache ausgeben und spart dann ein bisschen an Packmaß und vielleicht 1 Kilo, aber ich bezweifle, dass das unbedingt sein muss. Nachteil ist, dass das Zelt kein Vorzelt hat. Das heißt, wenn es regnet und ihr kochen müsst, könnt ihr das nicht halb aus dem Vorzelt machen. Und auch die Taschen können nicht ins Vorzelt, sondern müssen mit ins Hauptzelt. Das geht aber, denn es ist genug Platz für 2 Isomatten und Taschen an einer Seite am Rand. Das klappt. Kommen wir nun zur Isomatte. Eine Sache, bei der man nicht sparen sollte, denn es ist sehr wichtig, auf der Reise gut schlafen zu können. Und nur so ist man am nächsten Tag wieder ausgeruht und kann die nächsten Kilometer abspulen. Das ist die Exped Synmat UL Light LW. Die ist 1,97 Meter lang und 65 cm breit, also echt gut geschnitten. Nur 5 cm hoch. Da habe ich gedacht, es könnte zu wenig sein, da ich Seitenschläfer bin. Das Gewicht ist gut, das Packmaß ist auch super. Hier ist sogar schon der Blasebalg mit drin und hier ist sogar noch Platz für ein Luftkissen. Kommen wir nun zum Schlafsack. Da habe ich einen von VD, den Navajo 500 Syn. Ist also aus Polyester und nicht aus Daunen. Und er ist rechteckig geschnitten. Bedeutet, es ist kein Mumienschlafsack, welcher ja zu den Füßen spitzer zusammenläuft. Was ich wirklich gut finde, ist, dass er einen durchgehenden Reißverschluss hat, also auch hier um die Ecke zu den Füßen. Und den kann man von beiden Seiten auf und zu machen. Das bedeutet, wenn einem zum Beispiel zu warm ist, kann man unten den Reißverschluss von der anderen Seite aufmachen und die Füße raushalten und darüber ein bisschen die Temperatur regulieren. Das finde ich immer ganz gut. Man könnte sogar den Reißverschluss ganz aufmachen und dann es ausbreiten wie eine Decke. Der Komfortbereich reicht runter bis 7 Grad. Das Limit liegt bei 2 Grad. Viel weiter runter sollte es nicht gehen. Man kann natürlich ein bisschen anpassen mit wärmerer Kleidung oder man besorgt sich ein Inlet, mit dem man auch nochmal 3 Grad gewinnt. Dann würde die Komfortzone also bis 4 Grad reichen. Ja. Der passt übrigens super in einen Dryback mit von 22 Litern. Ja, letztes zum Zelt direkt wäre dann so eine einfache Lampe, die man mit einem Karabinerhaken oben ins Zelt reinhängen kann. Und dann kann man das hier anmachen. Hat mehrere Modi. Den braucht man nicht. Und ja, kommen wir zum Thema Kissen. Da habe ich es zuerst probiert mit Luftkissen, denn die sind klein und leicht. Allerdings ist da der Liegekomfort nicht so hoch,
als dass ich gut schlafen könnte. Also habe ich Ausschau gehalten nach einem komprimierbaren Kissen und habe eins von Bergbruder entdeckt. Das ist super, ist hier ungefähr so groß wie meine Hand und lässt sich dann aufs 3- bis 4-fache ausbreiten. Ich kann das mal eben vormachen. Schützt man so ein bisschen. Ja, darauf kann man dann gut schlafen. Finde ich super. Das war's zum Thema Schlafen. Kommen wir nun zum Thema Wohnen. Da nehme ich auf jeden Fall mit einen Campingtisch und einen Campingstuhl. Das braucht man auf dem Campingplatz schon selbst, weil es nur selten Sitzgelegenheiten gibt, die man nutzen kann. Bislang hatten wir immer eine Isomatte mit und haben darauf stundenlang gesessen und gekocht. Und irgendwann taten uns die Beine einfach weh und der Rücken schmerzt. Und das ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Ja, das war's zum Thema Wohnen. Für das Kapitel Kochen habe ich mich an den Tisch gesetzt. Hier sehen wir schon alle Sachen, die wir dazu brauchen. Einmal den Trangia und einen Organizer, also irgendeine Tasche, um den kleinen Kram reinzupacken. Das ist sowieso ein genereller Tipp von mir. Wenn ihr nicht die ganze Zeit suchen wollt, kauft euch so kleinere Taschen, die ihr thematisch packt. Ich habe zum Beispiel hier drin meine Küchensachen, dann habe ich eine weitere Tasche mit Regensachen, eine weitere mit Elektronikkram. Beginnen wir mit dem Trangia. Der sieht so aus. Zuerst entfernt man die Lasche. Das hier ist die Pfanne. Dann haben wir hier die Multidisc, das ist Schneidbrett und Ausgusssieb in einem. Das muss man extra kaufen, das ist nicht beim Trangia 25 dabei. Das ist also der größere von den beiden. Es gibt auch den 27er, das ist der kleinere, für eine Person eher. Der 25er hier ist für zwei Personen meiner Meinung nach. Da drin befindet sich dann einmal die Zange zum Anheben der Pfanne und der Töpfe, weil die heiß werden. Dann sind da drin mehrere Brenner, die sind gefüllt mit Brennspiritus. Kann man hier aufschrauben und löschen kann man es dann hiermit, indem man es einfach drauf schmeißt. Aber einen davon, noch einen zweiten. Dann habe ich, um den Spiritus anzumachen, kein Feuerzeug, denn das funktioniert nicht, wenn es nass wird. Stattdessen habe ich Feuerstahl. Ja, das ist das. Und dann gibt es im Drogeriemarkt solche kleinen Reisefläschchen. Die kann man zum Beispiel gut verwenden für Duschgel, Shampoo, aber auch hier zum Beispiel Spiritus. Der Spiritus wird jetzt hier reichen für 2 bis 3 Tage. Wenn ihr länger auf Touren geht, müsst ihr da nochmal was nachkaufen während der Reise. Der Lappen hier ist einfach nur dazu da, um die Töpfe vor Kratzern zu schützen. Und dann haben wir hier 2 fast gleich große Töpfe. So. Das ist meiner Meinung nach der Trangia 25-8 mit hart anodisierter Beschichtung, ist also kratzfester. Aufbauen tut man das wie folgt. Brennereien anmachen, dann dies hier, kann man dann, indem man es dreht, etwas miteinander verbinden. So, und jetzt hält es schon. Und dann kann man, wenn man die Pfanne benutzt, das hier drauf tun. Oder aber bei den Töpfen klappt man die hier rein und dann stehen die auch. Und das kann man dann noch als Deckel drauf packen. So viel zum Trangia. Kommen wir zum restlichen Küchenkram. Da haben wir einmal eine ganz normale Einkaufstüte. Das bietet sich an, wenn ihr einkaufen müsst und auch nach dem Einkaufen, denn wenn man zum Beispiel mal saure Sahne einkauft und die dann in der Fahrradtasche transportieren möchte, packt man die besser in so eine Plastiktüte, damit es nicht ausläuft. Dann Teller aus Plastik. Dann nicht vergessen Mülltüten.
Es entsteht immer Müll auf dem Campingplatz und wir packen pro Tag eine Mülltüte mit ein. Dann noch Zipperbeutel, das sind jetzt hier die kleineren, es gibt auch größere. Da könnte man zum Beispiel auch die Sahne reinpacken. Zum Abtrocknen des Geschirrs ein Mikrofasertuch. Trinkbecher. Und dann haben wir hier auch diese kleinen Flaschen. Da ist drin Keimöl, Olivenöl, Balsamico für Mozzarella mit Tomaten, Salz, ja und hier Zimt in diesem Fall hatten wir noch auch mit dabei, Spüli und ich vermisse ehrlich gesagt den Putzschwamm, den auch noch bitte einpacken, der fehlt. Dann haben wir noch in diesem Beutel hier eine Schöpfkelle von MSR, dann einen ganz normalen Sparschäler, Campingbesteck von Sea to Summit, Salz, Pfeffer, ein Messer, mit dem schälen wir alles oder schneiden wir alles. Einfach nochmal ein Clipper, ein Messerschärfer von Victorinox, noch ein Schneidebrett, was war das? Hier noch eine stabilere Schöpfkelle, da hatten wir auch eine von MSR, die war allerdings zu instabil, damit haben wir nicht so gut arbeiten können. Salz, Pfeffer nochmal. Und ein bisschen Magnesium. Ja. Was wir mittlerweile nicht mehr machen, ist morgens Kaffee kochen. Das war uns dann so umständlich, denn wir würden eigentlich gerne los, aber dann nochmal den Trangia komplett aufbauen, warten, bis das Wasser heiß ist und dann hat der Kaffee meist auch gar nicht mal so gut geschmeckt wie zu Hause. Also haben wir Kaffeefilterhalter, die Kaffeefilter und die Thermoskannen aussortiert. Stattdessen fahren wir dann lieber früher los. Und frühstücken nach 2 Stunden ausgiebig beim Bäcker. Das gefällt uns viel besser. Das war's zum Thema Kochen. Kapitel Elektronik. Bei der E-Bike-Radreise braucht man natürlich das jeweilige Netzteil. Auf dem Campingplatz laden wir dann immer. Da ist die Frage, woher komme ich dann an den Strom, den ich brauche? Da gibt es auf Campingplätzen immer diese Stromverteilerkästen. Die haben meist einen CEE-Anschluss. Dafür braucht man dann diesen Adapter. Der ist ziemlich schmal. Andere Adapter haben dann noch ein dickes, schweres Kabel hinten dran. Das ist zu schwer, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich diesen kompakten genommen. Den stecke ich in den Stromverteilerkasten. Verlege dann den Strom mit diesem relativ leichten 5 Meter Kabel so ein bisschen in unsere Richtung, zu unserem Zelt, damit die Fahrräder nicht direkt beim Kasten stehen müssen und habe dann hier diesen Dreier Multistecker. Da können wir 2 E-Bike-Ladegeräte und noch Handy laden. Ja. Das Handy, das brauche ich zum Navigieren mit Komoot und für die Aufzeichnung von ReLife. Das Handy steckt dann in einer Halterung von Topic. Das ist eine spezielle Hülle, da muss ich also dann die Hülle tauschen und man schiebt dann über diesen Schlitten das in die Halterung rein. Man muss also diese Hülle kaufen von Topic und die zugehörige Lenkerhaltung, die kann ich auch mal einblenden. Nachts für den Gang aufs Klo eine Stirnlampe oder beim Wildcampen könnte ich mir vorstellen, ist das auch praktisch. Dann habe ich hier eine Powerbank mit 26.000 mAh, glaube ich. Da kann ich dann Handy laden, GoPro und die Ankerbox.
Dies hier ist meine Elektronik- und Kabeltasche. Da drin ist nochmal die iPhone-Halterung für das Stativ. Auf dem Stativ ist gerade die GoPro, die braucht eine andere Haltung. Ein USB-Multistecker zum Aufladen. Eine SD-Speicherkartenbox zum Schutz. Das GoPro-Ladegerät für zwei weitere Akkus. Die Akkus habe ich dann beschriftet mit 1 bis 3 und so kann ich die immer abwechselnd frei umnutzen. Die Ankerbox zum Musikhören haben wir bisher nicht häufig genutzt, weil auf dem Campingplatz finde ich es manchmal auch irgendwie unangebracht, da laut Musik zu machen. Hier hinten habe ich dann verschiedene Ladekabel für die Sachen, die ihr gerade gesehen habt. Einzig fehlend ist noch das Stativ selbst und die GoPro, mit denen ich gerade filme. Das war schon zum Kapitel Elektronik. Kapitel Hygiene. Als Kulturbeutel nutze ich so einen Zipperbeutel von 3 Litern. Das hat den Vorteil, dass ich weiß, was drin ist. Es ist das Platzsparende, was geht. Und man kann die Luft einigermaßen rauspressen. So bleibt es dann relativ stabil und fliegt nicht rum. Ja. Da habe ich drin Duschgel, Deo, Feuchtigkeitscreme, Shampoo, Waschmittel, Zahnpasta, Zahnbürste und Pinzette, Nagelknipser. Die Flüssigkeiten habe ich wieder abgepackt in diese Reisefläschchen vom Drogeriemarkt. Da gibt es meist ein extra Regal für Reisegrößen und da gibt es auch diese Flaschen leer zu kaufen. Tempos, wichtig, kann man auch nutzen für die Küche als Ersatz für Zebrarollen. Als Gesäßschutz nutze ich Vaseline. Da gibt es eigentlich auch spezielle Cremes für, aber diese einfache Vaseline tut's auch. Sie bildet halt nochmal eine extra Schutzschicht. Das trage ich morgens auf und mittags und abends, falls man dann doch mal Blessuren hat, auch gerne Bepanthen. Dann geht's am nächsten Morgen wieder. Sonnencreme, brauche ich nicht zu sagen. Insektenspray. Das brauchen wir ja doch öfter, gerade im Sommer. Und der Campingplatz ist ja meist doch an einem Gewässer und da gibt es dann viele Insekten. Dann ein Mikrofasertuch zum Abtrocknen nach der Dusche. Ist sehr platzsparend und trocknet sehr schnell. Das Einzige ist, beim Abtrocknen ist es ein bisschen ungewöhnlich, ist ein komisches Gefühl. Man gewöhnt sich aber an das Gefühl beim Abtrocknen. Blistex, also Lippenbalsam, Oropax. Auf dem Campingplatz kann es nachts mal etwas laut werden, sei es der im Nebenzelt schnarcht oder es ist eine jüngere Gruppe da, die Party macht. Damit schlafe ich gut. Und einen Beutel mit Medikamenten. Das, was ihr halt braucht. Das war's zum Thema Hygiene. Kapitel Sonstiges. Da habe ich einmal Flickzeug dabei. Da seht ihr einen Schlauch. Da müsst ihr nicht nur aufpassen, dass ihr die richtige Größe habt, sondern auch das richtige Ventil. Meiner Meinung nach gibt es 3 verschiedene Ventile. Einmal das Dunlop-Ventil, das Schrader-Ventil. So eins habe ich, das ist auch das für Autos. Und dann gibt es noch ein drittes, so ein dünnes, da weiß ich den Namen gerade nicht. Das habe ich also bei. Dann dieses Flickzeug, ich glaube die Box kennt jeder. Und 3 von diesen Dingern, mit denen man den Reifen von der Felge bekommt. Hier dann habe ich Werkzeug, einen Schraubendreher und Imbusschlüssel für alle Sachen, die ich so nachziehen muss, am Lenker zum Beispiel. Dann eine Luftdruckpumpe für die Federung, eine Luftpumpe für den Reifen und einen Schraubenschlüssel zum Lösen des Hinterrads, falls ich das mal fliegen muss. Einen einfachen Putzlappen zum Waschen des Fahrrads. Sonnenbrille, da habe ich keine besondere Fahrrad- oder Sportbrille, eine ganz einfache, normale.
Unser Spiel, 6 nimmt, kann ich sehr empfehlen, ist ein gutes Spiel. Ein Kugelschreiber, den haben wir zum Beispiel mal gebraucht, als wir auf unser Baden-Württemberg-Ticket die einzelnen Namen schreiben mussten. Schweizer Taschenmesser. Und dann ein ganz heißer Tipp zum Fixieren des Fahrrads im Zug. Das rollt ja immer vor und zurück oder kippt mal nach links, rechts. Dazu nehmt ihr einfach einen Kabelbinder. Aus Klett ist der. Das ist super. Damit könnt ihr am Lenker die vordere Bremse fixieren. Dadurch rollt es nicht mehr nach vorne und hinten. Das reicht. Und seitlich könnt ihr es fixieren über diesen Gummispanngurt. Ich kann euch hier einmal ein Foto einblenden, wie ich das mache. Dann eine Wäscheleine mit integrierten Wäscheklammern und nochmal Wäscheklammern so. Dieses Kabel nutze ich neben meinem eigentlichen Schloss auch zum Festbinden des Fahrrads. Das schützt halt vor Gelegenheitsdieben und kann nicht einfach weggetragen werden. Ja, es hat an beiden Enden diese Schlaufen. Ich binde es um einen Baum. Ja, das ist der Baum und dann kann ich es hiermit nochmal durchs Fahrrad stecken und dann abschließen. Schützt allerdings wirklich nur vor Gelegenheitsdieben, wenn ein Diebstahlprofi vorbeikommt mit seinem hydraulischen Bolzenschleuder, dann habe ich auch mit diesem Kabel keine Chance. Da hilft dann wirklich nur eine Versicherung. Das war's zum Thema Sonstiges. Kapitel Kleidung. Beginnen wir mit der Kleidung, die ich am Anfang des Videos noch anhatte. Hier haben wir die schwarzen Teva-Sandalen, die sind schön schlicht und einfach. Finde ich sehr praktisch. Tagsüber hat man keine schwitzigen Füße. Man kann auf dem Campingplatz damit sogar unter die Dusche und auch nach der Dusche auf dem Campingplatz damit verweilen. Finde ich sehr praktisch. Ich kann mir auch gut vorstellen, auf der großen Radreise, die im August steigt, dass ich nur mit den Sandalen auf Tour gehe. Kommen wir als nächstes zur Zip-Off-Hose. Das ist von VD die Man's Yaki ZO Pants. Kann man also morgens im Kälteren mit langen Beinen losfahren und dann ab 10, 11 Uhr, wenn es wärmer wird, kann man hier die Beine kürzen. Übrigens, weil die Beine links und rechts unterschiedlich geschnitten sind, sind die sogar farblich gekennzeichnet. Das eine Bein ist mit einem roten Reißverschluss und das andere Bein mit einem schwarzen Reißverschluss gekennzeichnet. Da kann man sich also nicht vertun. Zu dieser Hose gehört auch eine gepolsterte Unterhose. Von den Unterhosen habe ich zwei Stück. Die Hose, davon nehme ich wahrscheinlich nur eine mit. Ich habe generell die Erfahrung gemacht, dass je weniger Kleidung man mit hat, desto entspannter ist es und desto weniger muss man sich umziehen. Stattdessen werde ich halt öfter mal die Waschmaschine auf dem Campingplatz benutzen. Und wenn ich der Meinung bin, dass die Kleidungsstücke zwischendurch auch schon mal gewaschen werden können, dann gehe ich mit voller Montur unter die Dusche, lasse die Kleidung nass werden, ziehe ein Kleidungsstück nach dem anderen aus, bringe es aus und so kann ich es dann 2, 3 Stunden abends wieder trocknen lassen und am nächsten Tag anziehen. Dann habe ich zwei T-Shirts, eins habe ich an, eins ist Ersatz. Ist aus Baumwolle, besser wären wahrscheinlich Trikots aus Polyester, aber diese T-Shirts aus Baumwolle sind jetzt erstmal die Sachen, mit denen ich arbeite. Vielleicht ändere ich da in Zukunft noch mal was dran. Davon habe ich also zwei mit. Und nach dem Zwiebelprinzip habe ich dann für drüber, für morgens vielleicht auch auf dem Rad, man hat ja doch den Fahrtwind, ein oder zwei Fleecejacken. Diese Fleecejacke ist ebenfalls von VD und heißt Man's Hemsby Jacket. Dann haben wir hier meinen Helm, der ist von Smith. Finde ich farblich ganz okay. Ein bisschen ausladend, aber zum Fahrrad passt es wohl. In diesem Organizer sind etwas wärmere Sachen drin und meine Regensachen. Mit wärmer meinte ich einen Buff. Kennt man ja.
Handschuhe, falls es morgens kalt ist. Dann ist das hier eine Regenhose von VD, die Mans Fluid Pants 2. Ist eine einfache Regenhose, gibt es nicht viel zu sagen. Dann habe ich Regenüberzieher für die Schuhe, Bike Gator Short von VD. Regenjacke von VD, die heißt Mans Yara Jacket 2. Abends nach der Dusche auf dem Campingplatz versuche ich nur mit einer Kleidung klarzukommen. Und zwar habe ich hier ein einfaches Baumwoll-T-Shirt mit einer Baumwoll-Short. Damit würde ich dann abends auf dem Campingplatz mich bewegen und auch so schlafen gehen. Hat den Vorteil, ich brauche mich nicht nochmal umziehen und man spart ein bisschen Platz. Schlafen würde ich dann nochmal vielleicht mit Socken, falls es doch mal ein bisschen kälter wird an den Füßen. Dann habe ich eine Badehose mit. Und da man sich die Radwege nicht immer aussuchen kann und man vielleicht mal an einer großen Straße fährt, auch noch eine Warnweste. Und somit war es das auch schon mit meinem Ausrüstungsvideo für Radreisen. Ihr habt jetzt also gesehen, was ich so mitnehme, welche Erfahrungen ich in den letzten Wochen und Monaten auf verschiedenen Reisen gemacht habe und könnt das eine oder andere für euch auch mit rausnehmen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.